nicht mehr. Mina Maus hat es satt. Jeden Tag essen wir das Gleiche. Dass du bloß nicht so wirst wie deine Mutter, sagt ihre Oma Magda. Minas Mutter lebt seit einem Jahr bei Hannah Hamster und isst nur noch Karotten und Nüsse. Bäh, Nüsse, nein, aber immer nur Edamer und Gouda, ich mag nicht mehr. Mina Maus, ruft Minas Papa Manfred. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, gibt es Käse. Und am Sonntag, da gibt es Käsesuppe und Käsekuchen, sagt Oma Magda. Aber das ist doch immer dasselbe. Mina geht auf ihr Zimmer und hört laut David Feta. Es muss doch noch was anderes geben als das, denkt sie. In der großen Pause rastet Mina richtig aus. Schon wieder der gleiche Speiseplan. Es gibt jede Woche das Gleiche. Edamer am Montag, dann Gouda am Dienstag, Emmentaler am Mittwoch, Tilsiter am Donnerstag und Käsesuppe am Freitag. Und die gibt es doch schon Sonntag bei Oma. Herr Appenzeller, der Lehrer für Käsekunde aus der Schweiz, versucht Mina zu beruhigen. Mina, Kind, es gibt doch noch so viel mehr Käse zu entdecken. Mina guckt verdattert. Anderen Käse? Ja, sagt Herr Appenzeller. Komm doch mit auf unser Käseseminar nach Frankreich. Du wirst staunen, wie viel Käse es dort gibt. Gesagt, getan. Papa Manfred versteht Mina zwar immer noch nicht und Oma Magda versucht Mina zu überreden, zu Hause zu bleiben, aber Mina bleibt dabei. Da muss ich hin! Minas Mama Mathilda ist ganz begeistert. Sie hilft ihrer Tochter beim Kofferpacken. In Frankreich wohnt Mina bei Familie Souris. Sie darf bei Julie Souris im Zimmer schlafen. Henri Souris macht Mina die Tür auf. Bonjour. Bon was? Fragt Mina. Bonjour. Sagt auch Julie und küsst Mina auf beide Wangen. Na, das kann ja was werden, denkt Mina. Mina findet Julie total nett, aber sie versteht kein Wort. Julie ist sehr geduldig. Ça va? Fragt sie ganz langsam. Ça va? Wiederholt Mina. Herr Appenzeller hat ihr erklärt, dass das wie geht's heißt. Zum Abendbrot gibt es Salat Chèvre Chaud. Minas Papa mag keinen Ziegenkäse, deswegen kennt Mina das überhaupt nicht, schon gar nicht warm. Bon Appetit! Wünscht Julie. Am Abend liegt Mina glücklich im Bett. Morgen geht sie mit Julie in die Schule und lernt noch viel mehr über diesen ganzen neuen spannenden Käsesorten. Sie wiederholt, was sie heute gelernt hat. Ça va? Wie geht's? Bonjour! Guten Tag! Bon Appetit! Guten Appetit! Bonne nuit! Gute Nacht! Mit einem breiten Lächeln schläft sie ein. Thank you.
geschenkt.